Schnelle Bewährungstipps. Wenn ich mir zum Beispiel einen Stab verlege, habe ich die Möglichkeit, Schenkel auszuwählen. Klick auf einen Schenkel und schon wird mir an dem Schenkel das Ganze verlegt. Ich kann das natürlich auch wieder nach innen oder außen verlegen. Ich stelle mir jetzt hier den Abstand auf 15 ein und escape einmal. Dann möchte ich das Ganze so schnell wie möglich beschriften und möchte mir nicht jedes Mal das Beschriftungsbild neu einstellen. Dann gehe ich her. Moment, dann gehe ich auf Maßlinie. Hier. Hol mir jetzt die Maßlinie heraus und setze das Ganze ab. Damit ich diese Einstellung nicht jedes Mal aufs Neue eingeben muss, habe ich mir das Ganze abgespeichert. Zum Beispiel möchte ich Stückzahl, Durchmesser und Abstand. Klicke das Ganze hier an und setze es ab. Oben habe ich schon eine defekte Maßlinie, die korrigiere ich mal nochmal aus. Also ich mache nochmal Maßlinie, absetzen und wähle mir das Ganze hier unten aus. Also wieder das Dreigespann, Absatzpunkt vielleicht hier. Und genau, und so gehe ich dann vor. Am besten wähle ich jetzt alle verlegten Eisen aus, die dieselbe Einstellung benötigen. Und jetzt könnte es auch sein, dass ich aus Platzgründen, was jetzt hier nicht der Fall ist, dass ich diese Eisen, die Anschlusseisen, zum Beispiel hier innen im Beton beschriften müsste. Gehe ich jetzt her, wähle die ganzen aus. Macht es nicht mit dem Kontextmenü, weil mit dem Kontextmenü könnt ihr nur die Verlegung beschriften. Das heißt, wenn ich jetzt das hier so mache, Rechtsklick, Maßlinie, Verlegetext, gehe hier auf Fächer, dann habe ich nur die zwei Stück, denn er erkennt nur die eine Verlegung. Also die ganze Verlegung über die Funktion. Und jetzt könnt ihr mir wieder aussuchen, was brauche ich? Ich brauche nur Stückzahl und Durchmesser. Und das Gute ist, ich habe mir hier in den Optionen schon voreingestellt, Moment, nicht hier in den Zeigeoptionen, hier habe ich auch die Symbolgröße schon mal abgestellt, aber ich habe hier in den Optionen die Füllfläche hinterlegt. Und das Gute ist, ich kann das hier jetzt immer aussuchen. Das Z heißt für mich noch ein Zeiger dazu und genau. Dann kann ich das Ganze hier absetzen. Jetzt sieht man das schön in dem Grauen. Jetzt möchte ich noch eine Maßlinie hier anbringen. Aber ich habe jetzt nichts so richtig, was das Ganze hier beschreibt. Der Abstand muss hier raus. Das heißt, okay, Stückzahl und Durchmesser. Wunderbar. Aber ich möchte noch einen Zusatztext, also freier Text. Jetzt zum Beispiel Montageeisen ME. Und das möchte ich jetzt das Ganze wieder abspeichern, dass ich es beim nächsten Mal wieder nutzen kann. Dann ist bei mir die Kodierung einfach Stückzahl, Durchmesser und dann ME. Speichern. Und jedes Mal, wenn ich das jetzt nutzen möchte, kann ich einfach hier hergehen und sagen, ich möchte die Funktion ME und der Text ist dabei. Oder ich wähle wieder was anderes aus, dann ist der Text wieder weg. So kann ich ganz schnell meine Verlegungstexte umstellen, bevor ich mich da jedes Mal wieder einen Wolf klicke. Genau. Tja, das war's schon so ziemlich. Vielen Dank, liken und so weiter.